Heinz-Florian Oertel war wohl der mit Abstand bekannteste Sportreporter der DDR. Die Veröffentlichung seines neuen Buches »Gott sei Dank, Schluss mit der Schwatzgesellschaft«, das im Februar erschien, führte ihn auf seiner Lesertour auch in den Elbe-Elster-Kreis, genauer gesagt nach Bad Liebenwerda ins Haus des Gastes. Elster TV nutzte die Gelegenheit, mit Heinz-Florian Oertel über sein neues Buch, aber auch über ihn selbst zu sprechen. In seinem neuen Buch geht es weniger um den Sport. Oertel übt Gesellschaftskritik in einem fiktiven Dialog mit Erfolgsautor Peter Hane. Herr Oertel, Ihr neues Buch heißt Schluss mit der Schwatzgesellschaft oder besser gesagt Gott sei Dank Schluss mit der Schwatzgesellschaft. Wie kam es denn zu diesem außergewöhnlichen Titel? Ich habe ein Buch gelesen vom ZDF-Kollegen Peter Hane, dem Chef des Hauptstadtstudios. Und er hat im Buch geschrieben Schluss mit lustig. Das Ende der Spaßgesellschaft. Dieses Buch ist hochinteressant. Ich kann vieles, was er schrieb, nur unterstreichen, befürworten. Aber er hat mich animiert, inspiriert, seine Thesen, seine Antworten auf diese Problematik hin zu ergänzen, zu erweitern. Und da kam ich dann auf den Titel Gott sei Dank, weil er, Peter Hane, unter anderem rief zurück zu alten Werten, schrieb zurück zu Gott. Und statt Schluss mit der Spaßgesellschaft, was auch richtig ist, habe ich es erweitert auf Schluss mit der Schwatzgesellschaft. Also Sie wollten ein bisschen provozieren? Nein, eigentlich nicht. Es ist alles, was ich dort schreibe und was ich denke auch, worüber wir jetzt beide auch reden, ist alles meine Meinung. Erhärtet über jahrzehntelange Erfahrung der Gesellschaften und speziell auch der Medien und ganz besonders von Funk und Fernsehen. Es wird zu viel geschwatzt, klar. Wir sollten besser weniger reden und mehr handeln. Haben Sie denn Peter Hane mal getroffen, seitdem das Buch erschienen ist? Leider hat es nie geklappt. Ich habe ihn mehrmals gebeten, eingeladen. Er hatte nie Zeit. Aber haben Sie irgendeine Reaktion von ihm mitbekommen? Er schrieb mir zwei Zeilen mal, dass er leider keine Zeit hat. Naja, ist ja ein bisschen traurig, aber gut. Wie reagieren denn die Leser auf das Buch? Sie können sicherlich verstehen, dass es für mich nicht so angenehm ist, jetzt Eigenlob oder was zu zerstreuen oder verstreuen. Es ist ein riesengroßer Erfolg. Es war wochenlang in der bundesdeutschweiten Bestenliste, Bestsellerliste des Spiegels. Und es ist auch heute immer noch unter den besten 25, Woche für Woche in ganz Deutschland. Ja, eine riesige, eine sehr erfreuliche, nicht so erwartete Resonanz. Haben Sie Unterschiede feststellen können in den Reaktionen zwischen ost- und westdeutschen Lesern? Ja, natürlich. Die Reaktionen sind einmal zu allen diesen Problemen, mit denen ich noch zu tun habe, so verteilt, also im Osten weit mehr gehört und gelesen als im Westen, was nicht anormal ist. Denn hier kennen mich sehr viele Menschen immer noch und in Karlsruhe, in Garmisch-Partenkirchen oder auf Sylt natürlich kaum. Aber ich halte das für normal. Im Dezember 2007 feierte Heinz-Florian Oertel seinen 80. Geburtstag. Von 1950 bis 1991 war er ununterbrochen für den Berliner Rundfunk tätig. Seit 1955 auch beim DDR-Fernsehen. Als Sportreporter berichtete er unter anderem von 17 Olympischen Spielen, 8 Fußball-Weltmeisterschaften, 25 Welt- und Europameisterschaften im Eiskunstlauf und 17 Friedensfahrten. Seine für das damalige DDR-Fernsehen ungewöhnliche Live-Sendung Porträt per Telefon flimmerte über 250 Mal über die Bildschirme. Legendär ist sein wohl bekanntester Satz: Nennen Sie Ihren Sohn ruhig Waldemar. Als Waldemar Czepinski zum zweiten Mal Olympiagold im Marathon gewann. Liebe Zuschauer zu Hause, das ist ein einmaliger Triumph. Liebe junge Väter vielleicht oder Angehende, haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar. Waldemar. Außerdem moderierte Heinz-Florian Oertel Fernsehsendungen wie Ein Kessel Buntes und 25 Jahre lang im Berliner Rundfunk Sonntagmorgen in Spreeathen. Aus dieser Zeit erzählte er bei seinem Besuch in Bad Liebenwerda die ein oder andere Anekdote. Der alte Barde, gestandener Mann, kommt auf die Bühne, hat seinen Auftritt. Publikum wie hier, Vorhang geöffnet. Gefüllter Saal. Ja,
peinlich wie hier im Kolosseum von Bad Liebenwerda. Peinlich. Von unten aus dem Souffleurkasten werden im Wort Rettungsringe zugeworfen. Nur Mut, Meister. Endlich dann. Endlich dann sagt er was. Bitte schön. Keine Details. Welches Stück heute? Mal wurde er, so oft wie kein anderer, zum DDR-Fernsehliebling des Jahres gewählt. Für viele waren Sie oder sind Sie noch immer eine Legende. Was bedeutet denn dieser Ruf für Sie? Ich halte von dieser Klassifizierung Legende generell überhaupt nichts, also auch nicht im Zusammenhang mit mir. Ich bin für viele, und das wird mir immer wieder bestätigt dort, wohin ich komme, ein Lebensbegleiter gewesen. Ich meine jetzt die über 40, die über 50, die über 60, die über 70-Jährigen, die sagen mir, und das erfreut mich, sie gehören zu unserem Leben. Wir haben sie jahrelang gehört, sie berichteten aus der ganzen Welt für uns, wo wir selber nicht hin konnten, aber insofern gehören sie zu uns. Am 31. Dezember 1991 las Heinz Florian Oertel zum letzten Mal die Sportnachrichten. Danach verschwand er schlagartig aus Radio und Fernsehen und unterrichtete als Rhetorikdozent an der Freien Universität Berlin und war Lehrbeauftragter an der Göttinger Universität für Sport- und Publizistikstudenten. Er schrieb Bücher, moderierte Veranstaltungen und kommentierte hin und wieder Sportereignisse für verschiedene Medien. Oertel veröffentlichte mehrere Bücher, davon drei Bände zu den Olympischen Spielen. Er kehrte also dem Sport nie ganz den Rücken und verfolgt nach wie vor die aktuellen Geschehnisse im deutschen und internationalen Sport. Als ehemaliger Sportreporter, wie empfinden Sie denn diese ganzen Dopingskandale, die ja jetzt immer wieder seit ein paar Jahren so stark auftreten? Dieses Thema Doping, das würde jetzt bei Ihnen ein abendfüllendes Programm erfordern. Ich bitte um Verständnis, wenn ich es ganz knapp mache wegen der Zeit, nur Doping ist eine Katastrophe. Aber nicht nur das Doping im Sport, die Gesellschaft ist verdoppt durch und durch. Und ich denke hierbei an das Problem mit dem Rauchen, mit dem Alkohol, mit jungen Leuten schon, die dem Alkohol leider verfallen. Ja, und der Sport ist ein Segment, ein Sektor davon. Und natürlich ist das Doping der Tod des Sports. Wir werden es nach meiner Überzeugung leider nie mehr in den Griff kriegen, weil die Pharmaindustrie und die Wissenschaft immer neue Dinge erfinden wird, die immer schwieriger werden festzustellen sein. Ja, ich bin darüber tief traurig. Es ist aber irgendwann das Ende des Sports. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Noch eine andere Frage zum Sport. Sie sind ja gebürtiger Cottbusser. Wie sehr schmerzt Sie denn die doch etwas schwierige Situation von Energie Cottbus aktuell in der Bundesliga? Wir versäumen alle, glaube ich, immer das Grundsätzlichste dazu zu sagen, festzustellen, dass Cottbus, ein kleiner Ort mit ganz wenig Geld, ein Verein, überhaupt dorthin gelangt. Es ist für mich fast wie ein Wunder. Die Cottbusser haben alles in allem 10 oder 15 Millionen zur Verfügung. Es geht ja um Spielerkauf. Sie können sich immer nur das kaufen oder nach Cottbus bitten, was übrig blieb von den Großen, die 100 und mehr Millionen ausgeben können. Also im Kreis der Bayern München, Hamburger Sportverein und Bayer Leverkusen und so weiter und so weiter, sind die Cottbusser ja Zwerge. Also Hut ab, auch wenn sie Letzter sind und vielleicht leider bleiben. Aber Sie fiebern mit bei den Spielen, gucken Sie die? Ja, wenn ich Zeit habe, gucke ich das, weil es mich sehr interessiert. Ich kenne diesen Sportplatz selbst noch, als Schüler schon trieb ich dort Sport, dort sprach ich auch 1949. Meine allererste Reportage, also ist der Beginn auch meiner Berufslaufbahn dort gewesen. Natürlich heute ein ganz anderes Stadion, viel, viel besser, schöner, prima. Ja, ich bin denen sehr verbunden. Ich hatte auch Unterhaltungssendung im Radio. Lagertelefon, Mikrofon hieß es. 7 bis 10 Sonntagbaum und Spreertee. Hehehe, der Sport an der Spree. Im Fernsehen, Unterhaltungssendung, ich hatte Kessel Buntes moderiert, mit Frank Schöbel zusammengesungen. Schlager einer kleinen Stadt, Schlager einer großen Stadt und so weiter. Also nur knappe Erinnerungen. Und dort sang ich auch
weil der Regisseur das so wollte. Und da wurde ich scharf kritisiert von meinen Kollegen und Freunden. Privat ist Heinz-Florian Oertel verheiratet, hat einen Sohn und zwei Töchter und ist inzwischen auch mehrfacher Opa. Er verbringt seine Zeit gerne mit der Familie, spaziert gern mit seinem Hund durch die Heide, liebt Sauna und Theater. Seine Lebensmaxime: lebe so, wie du es von anderen erwartest. Und immer gilt: weniger ist mehr. Seine Reisen durchs Land führten ihn auch früher schon durch unsere Gegend. Sie sind heute im Haus des Gastes in Bad Liebenwerder. Kennen Sie denn diese Gegend oder sind Sie zum ersten Mal hier? Nein, ich bin nicht zum ersten Mal hier. Ich war vor vielen Jahren schon einmal hier. Ich bin des Öfteren, nicht sehr oft, aber des Öfteren zu DDR-Zeiten auch hier durchgefahren. Wenn ich auf dem Weg nach Gröditz war, wo unter anderem der Fußballer Kürsten herstammte, der dann bei Dynamo Dresden und dann bei Bayer Leverkusen spielte und andere dazu. Also ich kenne die Ecke etwas. Hohenleipisch, da ist der Marathonläufer Freitag her, der die Bronzemedaille 1992 im Barcelona-Marathonlauf gewann. Also ich bin mit der Gegend schon etwas verbunden. Wen haben Sie vergessen, welche Fußballer? Ich gebe mal einen kleinen Tipp aus Prösen. Aus Prösen, helfen Sie mir. Ralf Minge, das wollte ich vorhin noch sagen, im Zusammenhang mit Kirsten. Und da dachte ich, einer genügt. Nein, ich habe auch noch einen ganz anderen alten guten Freund und Wegbegleiter des Sportes aus dieser Gegend. Kennen Sie Maasdorf? Den Ort? Ja. Ja, ja, da stammt Peschel her, der war mal der Friedensfahrtgewinner in den 60er Jahren. Oh, okay. Also ein guter Radsportler, Straßenrennfahrer, Axel Peschel. Dann habe ich auch was dazugelernt. Maasdorf. Herr Oertel, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch und wünsche noch weiterhin viel Erfolg mit Ihren vielleicht noch folgenden Büchern. Wird es noch welche geben? Danke. Ja, vielleicht. Ein Olympiabuch Peking gibt es in jedem Fall wieder Anfang September. Ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen Gutes und Ihren Hörern auch. Dankeschön. Und Zuschauern. Verzeihung, Hörern und Zuschauern. Die beste Unterhaltung ist nicht singen und Witze erzählen. Die beste Unterhaltung ist, wenn jeder was zu sagen hat. Und die Krönung ist Streit. Streit, keine Gewalt. Höchstens Gewalt der Worte, der Erfahrungen und der Meinung, des Meinungsaustauschs. Und deshalb bitte ich Sie, sagen Sie mir auch Ihre Meinung. Ich vertrage alle. Ich muss sie ja nicht billigen. Genauso wenig, wie Sie meine billigen müssen. Aber ich kann Ihnen nicht etwas vorfluckern, was nicht zu mir und zu meinem Leben gehört.